Die Massentierhaltung im Meer zerstört ein Paradies und bringt Millionen Tieren Leid. Diese neuen Aufnahmen aus den Farmen der 5 größten schottischen Lachsproduzenten bringen die Grausamkeit der Branche ans Licht. Lachse sind sensible, intelligente Tiere, die in freier Wildbahn tausende Kilometer weit ziehen. Aber in Fischfarmen haben sie nichts zu tun, als bis zu 2 Jahre lang ziellos umherzuschwimmen. Die Tiere können unter Missbildungen und Krankheiten leiden. Viele werden bei lebendigem Leib von Seeläusen aufgefressen. ErmittlerInnen fanden blinde Fische, Fische, deren Haut sich ablöste, Fische, denen ganze Fleischstücke fehlten und offene Wunden, in denen Seegras wuchs. Die Methoden, um die Seeläuse zu entfernen, sind qualvoll, anstrengend und oft erfolglos. Viele Lachse sterben dadurch. Tatsächlich überlebt bis zu 1/4 der Tiere nicht bis zur Schlachtung und wird wie Müll weggeworfen. Putzerfische werden auch benutzt, um den Seelausbefall zu reduzieren. Diese intelligenten Fische sind ebenfalls in den kargen Käfigen gefangen und leiden unter denselben Tierschutzproblemen und hohen Sterberaten. Wenn die Lachse geschlachtet werden, werden die übrigen Putzerfische einfach entsorgt. Fischfarmen können die Umwelt vergiften. Antibiotika und Chemikalien verschmutzen die umliegenden Gewässer. Alle Fischfarmen in Schottland können so viel Müll produzieren wie die Hälfte der schottischen Bevölkerung. ErmittlerInnen fanden tote Fische, die in offenen Gruben und Behältern entsorgt worden waren, wo Wildtiere und Vögel in Kontakt mit ihnen kommen können. Dadurch steigt das Risiko auf die Verbreitung von Krankheiten und Giften. Schottland hat eine der weltgrößten Lachsindustrien, die in mehr als 50 Länder exportiert. Mehr als 50 Tonnen werden jedes Jahr von Großbritannien nach Österreich exportiert. Die schottische Regierung erlaubt der Branche, bis 2030 auf die doppelte Größe zu wachsen. Millionen Lachse leiden. Sie haben ein besseres Leben verdient.